Nach dem Erdbeben in Indonesien versuchen Rettungskräfte, letzte Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Die Zahl der Todesopfer auf der indonesischen Insel Sulawesi stieg mittlerweile auf 62. Mehr als 800 Menschen wurden durch das Beben der Stärke 6,2 am Freitag verletzt. Zahlreiche Häuser sind zerstört. Die Aufräumarbeiten wurden durch starken Monsunregen erschwert. Rund 15.000 Menschen wurden obdachlos. Dengan alasan antisipasi dengan adanya gempa susulan ya. Wir sind hier, um uns vor den Nachbeben in Sicherheit zu bringen, die laut Vorhersage sehr stark ausfallen sollen. Akan ada besar kemungkinan akan ada gempa susulan yang lebih keras lagi. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring. Im Südteil des Inselstaates schiebt sich die indo-australische Platte unter die eurasische Platte. Ein Phänomen, das zu häufigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen führt.